Hallo und herzlich willkommen bei der Christ-Expertenwelt. Mein Name ist Steff. Und mein Name ist Diana. Und heute geht es um das Qualitätsmerkmal Color, der Farbe bei Diamanten. Diamanten kommen in den buntesten Farben vor. Dann nennt man sie aber Fancy Diamonds. Den größten Anteil machen die farblosen bis nahezu farblosen Diamanten aus. Und das Besondere an reinen weißen Diamanten ist, dass sich das Licht da besonders gut drin spiegelt. Und man kann quasi den ganzen Farben des Regenbogens drin erkennen. Zur Bewertung der Farbe bzw. auch natürlich zur Bestimmung des Preises nutzt man eine internationale Farbskala vom Gemmologischen Institut von Amerika, kurz GIA. Genau, und diese Farbskala beginnt bei D und das ist die erste Gruppe von 6, wo man die Diamanten in den Farben einsortiert. So, jetzt haben wir aber natürlich das Alphabet von A bis Z und es fängt erst bei D an und die Buchstaben vor dem D hat man sich noch freigelassen, um vielleicht gefundene Diamanten, die eine bessere Qualität haben als die, die man heute nämlich so kennt, nämlich ab D, dass man die dann später noch da einsortieren kann. Aber eine zweite Meinung sagt natürlich auch, man hat bei D begonnen für Diamant. Das D steht für den Diamanten. Wir haben ja jetzt nur die erste angesprochen, D bis E, also die farblosen Diamanten. Man nennt sie auch River. Also es ist wirklich, man sieht nichts und man kann auch nichts sehen und es funkelt schön, wie du schon gesagt hast, ein total schönes Komplett Feuer. Komplett durchlässig. Absolut. Und die nächste Stufe, die wir haben, ist dann E bis F. Das ist auch fast farblos. Man sagt auch Topwesselten zu dieser Gruppe. Und ist auch noch eine sehr, sehr gute Diamantfarbe. Kann man auch den Unterschied kaum erkennen. Und die nächste Stufe ist dann H und weiter. Es geht also bis Z. Und H ist auch weiß. Mhm. Also es ist auch die Farbe, die man bei Christ überwiegend findet in unseren Diamantschmuckstücken. Genau, in der Abstufung, also wie du schon gesagt hast, von D bis Z. Die Farben werden von farblos über gelb bis braun, kann man fast sagen, werden die Steine. Ne? Man könnte das auch ein bisschen vergleichen mit einem Glas Wasser, wenn man sich das vorstellt und dort immer ein bisschen Apfelsaft hineinträufelt. Je mehr Apfelsaft hineinkommt, desto gelber wird die Farbe des Wassers. Und so ähnlich ist das eben auch mit der Farbskala. Sie werden immer gelber oder immer dunkler. Auch hier haben wir 4 Farbstufen mal mitgebracht, wo man das auch wirklich sehr, sehr gut erkennen kann. Das bloße Auge kann diese feinen Nuancen in der Diamantfarbe kaum erkennen. Also man braucht schon, um es einschätzen zu können, einen Diamantgutachter, der wirklich sein Handwerk versteht. Der hat eine Vergleichsskala mit Diamanten, wo er die entsprechend zuordnen kann. Und auch der Diamantgutachter, der braucht ein ausgeschlafenes Auge und ein tolles Licht, am besten einen wolkenlosen Himmel oder die Vergleichbarkeit eines wolkenlosen Himmels, um wirklich den Diamanten da auch einsortieren zu können. Und bleibt man bei den farblosen Diamanten, dann sagt man auch, so wie Diana es gesagt hat, also sprich bei dem Buchstaben D, sind die farblosen, die rein weißen, durchsichtigen Diamanten. Je farbloser der Diamant, desto seltener ist der Diamant. Nimmt man jetzt wiederum die Fancy Diamonds, die bunten Diamanten, dann nimmt man andere Bewertungskriterien. Und um die von den getönten, also mit dem Buchstaben Z zu unterscheiden, wird nochmal eine ganz andere Farbskala und Farbmuster benutzt. Wenn ihr Feedback zur Sendung habt, Fragen oder Anmerkungen, dann lasst bitte gerne einen Kommentar im Kommentarfeld. Oder besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen.